Servus, Erich. Muss das sein? Die Frage ist jetzt von mir: Nützt du mich aus oder ist das ein freundschaftlich? Du brauchst von mir die Schrauben, okay. Ja, Mittagessen zahle ich, okay. Passt, bis gleich, Erich. Hallo Manuel! Schneller als die Polizei erlaubt. Im heutigen Projekt geht es, aus einem Weinfass machen wir Sitzbank quasi, gell? Genau. Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, einzuschalten. Heute ist Donnerstag, es ist 7.15 Uhr. Wir machen aus einem Weinfass eine Sitzbank. Erich hat extrem viele Verwandte, zwischen 8 und 12 Schwestern, 8 Brüder und die haben Kinder und die haben laufend Geburtstag. Es geht sich beim Erich, glaube ich, so aus, 3 Tage im Jahr hat er frei, ansonsten ist er für die Zubereitung, für die Herrichtung von Geburtstagsfeiern, Geburtstagsgeschenke zuständig. Zum Glück kann er sich diesen Luxus erlauben. Viel Spaß, wir werden es recht kurz halten müssen, denn der Akku bei der Kamera ist leider schon etwas schwach. Und der Erich will nicht, dass ich aufladen gehe. Er ist irgendwie gegen Stromverschwendung. Mit dieser einen, wie sagt man zu diesen Teilen? Taube, glaube ich. Taube. Markieren wir uns jetzt die Bohrungen. Wir müssen die Ringe ja dort fixieren, wo wir wollen, dass sie fixiert sind. Also dieser bleibt, gell? Ich glaube, alle müssen wir. Wieso? Der bleibt komplett. Ja, der bleibt komplett. Da brauche ich nur hier bohren. Der kommt weggeschnitten. Hier. Ja. Genau. Aber wenn wir hier wegschneiden, wird sich das wegbiegen eventuell? Wir sollten näher bohren an einen Schnitt, oder? Sonst biegt sich das weg, glaubst du nicht? Da kommt eh ein Holz drüber. Okay, passt. Das nächste Mal bitte mittig, hä? Ja. Diese 6 mm Schlitzschrauben werden hineingedreht. Vorerst vorgebohrt worden mit einem 6 mm Bohrer, damit der Schraube hier rein kann. Und jetzt bohre ich nur mehr mit einem 4,5er durch. Dann kann sich das Gewinde noch wo anhalten. Wir haben jetzt oben und unten, also hier ist die Sitzfläche und hier ist die Lehne. Jetzt haben wir hier mit diesen Linsenschrauben angeschraubt, hier auch. Also hier ist die Lehne und hier die Sitzfläche. Und jetzt schneiden wir hier mit der Fein aus, dann fällt diese Taube sowieso nach unten, dann schneiden wir mit dem Winkelschleifer das einfach ab. Erich macht sich Striche, einfach nur, weil er extrem gerne malt. Ist durch, oder? Müsste durch sein. Jetzt schlagen wir einen heraus. Wenn einer heraus ist, fallen die anderen alleine herauf. Denn das ist ja quasi eingekeilt. Hier muss man nochmal schneiden. Wenn wir sie in der Mitte durchschneiden würden, wären sie natürlich gleich heraus. Aber wir wollen die ja retten, weil wir sie vielleicht brauchen. Als Lehne oder als Sitzfläche. Erich! Oh, Erich, magst du vielleicht eine Zwiebel oder einen Knoblauch? Gerade nicht, vielleicht ein bisschen später. Ich finde das gut, wenn wir das umdrehen, dann sehen die Menschen im Internet unsere Kräfte. Das Teamwork. Es werden nur kurz die Kante gebrochen und die Fläche etwas geschliffen, damit man sich nicht verletzen kann. Oder, Erich? Ja. Er hat ja gesagt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. So, wir machen jetzt eine Sitzübung, damit man weiß, ob wir die Tauben mit der Rundung in die Höhe oder nach unten hinlegen. Konvex oder wie heißt das? Erich, weißt du das? Wir waren schulisch. Bei uns hier im Burgenland in Österreich, da muss man nicht unbedingt in die Schule gehen, wenn die Lehrer sehen, es hat keinen Sinn. Und der Erich, glaube ich, war 2 Monate in der Schule. Bei mir haben sie schon vor der Einschulung festgestellt, es ist besser, ich bleibe zu Hause. Okay, das war ein kleiner Scherz natürlich, der Erich war 3 Monate. Jetzt drehen wir das Ganze um und schauen wir, ob man so besser sitzt. Na, probier. Die Hose wird dann rot. Das mach. Erich sagt, lange Sitz ist sowieso nicht gut, aber okay, ich wäre für diese Position, wenn du für der. Aber darf ich die Hose rot? Na, das kannst du aus. Das kannst du auch. Wir haben uns jetzt entschieden, diese Tauben zu nehmen. Zuerst haben wir sogar überlegt, ob wir das hier herschrauben. Wäre etwas elegant und edel,
Aber ja, jetzt haben wir jetzt für das entschieden. Erich reißt gerade die Mitte an, jetzt bohren wir durch, damit wir dann da auf der anderen Seite genau wissen, um was es geht. Ich reiche ihm die Bohrmaschine mit einem 8,5er Bohrer. Wir geben 8 mm Torwandschrauben hinein. Ja. Dann kann ich das hier halten gerade eigentlich? Ich gehe jetzt fast. Okay, erst reißen wir uns die Mitte an. Tja, hier die Mitte. Wie viel ist die Mitte? 45,5. Bist du sicher? Die Tauben sind auch nicht, glaube ich, gleich. Ja, das ist Schweinerei. So, und hier, Mitte von den Bohrungen, ist 2,5. Ist hier. Und jetzt halte ich mir das. Warte, hier mittig und hier mittig. Unten haben wir die Taube schon angeschraubt. Jetzt reiße ich mir hier quasi die Mitte von den zwei Bohrungen an. 5, das ist 2,5, also Freiauge eigentlich. Und hier reiße ich mir wieder die Mitte von diesem Teil an. Und jetzt muss ich nur mittig von diesen zwei Ringen, der Erich bohrt jetzt ein Loch vor, steckt den Torbandschrauben hinein, dass ich nicht verrutschen kann, und dann wird das zweite Loch gebohrt. Jetzt zieht er das leicht an, mit also 8er Muttern. Was braucht man da für einen Schlüssel, Erich? 8 plus 5? Ist 13, genau. 13. Einen 13er Schlüssel bei 8er Muttern. Wenn er die Schraube anzieht, dreht sich diese Taube mehr in diese Richtung. Also wir werden das dann hinlegen, hinstellen, wie es normal aufsteht auf diesen Tauben, und können dann quasi einstellen, wie sich das Fass bewegt, weil wir das ein wenig bewegen können. Also hoffen wir zumindest, dass das so geht. Erst das ist eine kleine Federung eigentlich, gell? Also eigentlich ist das super. Jetzt haben wir uns die Sitzfläche hergehalten und sehen dann, wo wir hinten hin wollen. Jetzt haben wir diese Taube, die schrauben wir dann hier entlang nach diesem Stoß genau hin. Somit haben wir quasi den Anriss, das hat das Fass vorgegeben. Ich halte das jetzt so. Wir sind jetzt genau am Riss. Wenn diese Sitzposition passt, geben wir noch ein zweites drauf, damit wir hinten mehr Auflagefläche haben, dass der Schraube das Holz nicht reißt, weil wir zu knapp am Rand sonst schrauben müssten, wenn wir nur dieses eine haben. Und jetzt legen wir quasi die Bretter hinein und sehen dann gleich, ob das so passt. Ne? Und dann schneiden wir es ab, oder? Ja. Jetzt geht es nur darum, dass wir uns mal draufsetzen, um zu schauen, ob das so passt. Ja, das ist noch. Wenn wir es hinten weiter runtergeben, ist es wahrscheinlich schon zu weit unten, oder? Ja, ist genug. Die Lehne muss halt mehr vorschauen, oder, würde ich sagen. Ehrlich, dass die Lehne eventuell mehr vorschaut, oder? Mhm, ja. Auf alle Fälle. Weil sonst ist das zu wenig. Aber nur da ganz kurz. Wir schrauben noch ein zweites Brett auf das rauf, genau, dass wir auch an das Fass anschrauben, damit es noch mehr hält. Jetzt teilen wir uns das auf, wie das hier liegen soll. Wir werden es hier mit der Stichsäge immer abschneiden, dass es hinten quasi, das ist so geschwächt hier, dass es beim Niederschrauben wirklich viel Material, viel Fleisch hat. Erich bringt mir schon das nächste. Jetzt kann man sich das schön aufteilen und jetzt sehen wir noch, was wir genau brauchen. Jetzt geben wir hier dieses Teil her, das ist auch von einem Fass quasi, also das, was wir hier rausgeschnitten haben. Mit 4x50er schrauben wir das jetzt an, weil wir festgestellt haben, dass das auch geht. Passt. So, jetzt haben wir hier auch mehr Auflagefläche, um die zu schrauben dann. Dann können wir hier hinten schrauben, nicht vorne. Die Tauben, die hier liegen, die habe ich jetzt alle vorgebohrt hinten. So schräg, dass der Erich dann mit dem Winkelschrauber schrauben kann. Und hier vorne schrauben wir es an, wenn es hinten geschraubt ist. Dann können wir noch ein wenig hin und her justieren, vorbohren immer und gleichmäßig alles anreißen. Also das wäre jetzt der Plan. Erich, du weißt genau, wie die gelegen sind, oder? Ja, dick, dünn. Dick, dünn. Ist das jetzt eine Anspielung auf meine Figur? Nein. Ich könnte gleich mehr auf einmal auch nehmen und hinlegen, aber wir wollen uns diesen Stress eigentlich nicht antun, oder Erich? Wir. Da messe ich noch die Mitte raus. Kannst du vielleicht noch ein paar reinlegen?
Erich meldet sich jetzt hinter auch die Mitte raus, denn er liebt es, Präzisionsarbeiten hinzulegen. Willst du was zu deiner Verteidigung sagen? Nein. Das ist ja sowieso nur Augenmaß. So ein bisschen. So, hinten 70er. Okay. Das ist ein bisschen dicker als das. Kann man vielleicht da zwei gleiche? Ja. Ja. Passt. Jetzt legen wir uns das hier her, dann haben wir die Rundung. Achso, Außenstrich. Außenteil ist mit der Stichsäge. Ja. So. Und die Schrauben. Genau, und dann. So, jetzt kann man das vorbohren. Bei den Schrauben ist es wichtig, dass das bündig ist. Also wenn der Schraube versenkt wird und er ist zu tief und es kommt ein Regen, das Fass steht ja im Freien, dann bleibt das Wasser da drinnen stehen und diese Stelle wird über die Jahre schneller kaputt wie das andere. Also es ist immer gut, bündig mit der Oberfläche, auch bei Terrassendielen oder Tischen oder Bänken wegen dem Wasser. Konstruktiver Holzschutz, sagt man dazu. Jetzt haben wir uns hier die Lehne hergegeben, haben uns gesetzt, damit wir wissen, wie wir es am liebsten haben. Und jetzt haben wir uns das unten angerissen. Jetzt halte ich das her, schau hier diagonal durch. Die Leiste muss gleichmäßig kommen. Genau. Und hier oben machen wir dasselbe wie vorne. Der, ich habe das jetzt verrichtet. Das war sicher ein Mobbingversuch. Und jetzt kommen dann nur noch diese Tauben hier aufgestellt. Hier, das sind die Armlehnen eigentlich. Das ist eigentlich angenehm. Wird das hier seitlich auch zugemacht? Oder eher unnötig? Wenn was runterfällt, kann man es herausnehmen, oder? Ja. Weil Zigaretten, Drogen. Hier haben wir jetzt noch ein zweites draufgeschraubt, damit wir hier auch nicht so weit unten schrauben müssen. Jetzt teilen wir die Fasstauben mit der Kappsäge genau in der Mitte durch. Geben uns die hier her. Unten legen wir uns das Backel bei, damit wir Abstand und Taten haben, sonst müssten wir das Ganze hier anpassen und das sieht nicht schön aus. Das sollte man unten fast zusammenstellen. Das stellen wir unten ja, zusammen. Und dann kann man sehen, ob noch was weggeschnitten gehört, oder? Ja. Passt das oder gehört was weg? Dann wir so. Nein, das passt so. Da oben passt das auch. Da unten müssen wir sowieso ein bisschen schleifen. Ach so, wir haben. Ja, aber so. Ja, okay. Ein Sägeschnitt nehmen wir von ja. Weg. Und so teilen wir uns das jetzt auf, dass es halbwegs ein Bild macht. Und dieses Fass lebt ja ein bisschen von dem rustikalen Touch, würde ich mal meinen, oder Erich? Ja. Also wenn man das jetzt perfekt machen würde, das alles besäumen würde und auf dicke hobeln, dass das alles schön gleichmäßig wäre, wäre das nicht mehr dasselbe. So kann man das vom Fass verwenden, ohne viel zu ändern. Eigentlich ein Kunstwerk in Wirklichkeit. Ich glaube, wir werden bald ausgestellt werden in Moulin Rouge, oder wo ist das? Frankreich. Nein, wo ist dein Theater? Wo stellt man sowas aus? In Museen, oder? Eben wir kennen uns da nicht so aus. Ebenbar. Gleich haben wir es. Hier noch die letzte Schraube. So, hier oben haben wir diese Rillen alle lassen, wo der Deckel und der Boden drinnen ist. Jetzt werden wir hier mit dem anreißen. Warte, kann ich da helfen, fertig? Ich mache einen Strich. Jetzt werden wir anreißen und das mit der Säge nachschneiden und mit der Bandschleifmaschine nachschleifen. So, und jetzt noch diese Rundung nachschleifen, dass das gleichmäßig wird. Das Fass ist eigentlich fast fertig, nur mal ein Loch runterbohren, damit das Wasser ablaufen kann, sonst wird es ja morsch innen. Erich wird das jetzt bohren. Wir haben hier einen Steckdosenbohrer raufgetan auf die Bohrmaschine. Okay. Wir stellen das jetzt hin, damit wir euch präsentieren können, wie wir drauf sitzen. So.
da was irgendwo hinstellen, dass ein schöner Hintergrund ist. Meinst du? Ja, natürlich. Super! 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 Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sagen danke fürs dabei gewesen sein, haben getan. Wir sind fertig mit diesem Projekt. Wie lange hat es gedauert, Erich? 4-5 Stunden zu zweit. Wenn man das nochmal machen würde, würden wir nur mehr 3 Stunden brauchen. Aber man muss ja überlegen. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, nehmt euch die Zeit. Auch Daumen runter muss hin und wieder sein. Natürlich, dann weine ich ein wenig, aber das macht ja nichts. Erich, weinst du auch bei Daumen runter? Erich weint jetzt schon. Bleibt mir gewogen, stellt euch nicht auf die Waage. Der Erich sagt jetzt auch noch Danke. Dankeschön. Du wärst gerne, glaube ich, Maler geworden, oder? Mein Bruder war ein Maler. Wie viele Brüder hast du? Keine Ahnung, wie viele Brüder. So.